Ja, hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Saints Row. Und wir waren hier letztes Mal im Pausenmenü stehen geblieben, mitten im Kampf gegen dieses Monster. Und ich musste mich jetzt echt mal kurz fassen und sammeln und jetzt mal überlegen, wie wir das Teil besiegen können. Aber ich glaube, ich hab's auch schon. Denn man muss nur diesen... Oh, belebe deinen Begleiter wieder. Scheiße. Pierce, komm her. Wiederbeleben. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell. So, ich hab ihn wieder. Aber dafür sind wir jetzt hier halbtot. Also, wir müssen diesen Viech, nenne ich es jetzt einfach mal, diesem Wesen da, einfach auf den Gastank hinten schießen. Oder auf den... Ja, Tank hinten drauf, den er da hat. Und zwar möglichst schnell und dann dürfte der explodieren. Oh, scheiße, Mensch. Das Teil ist extrem stark. Und dann auch noch ständig diese Sniper-Leute da oben im Helikopter. Den sollten wir vielleicht auch mal vom Himmel räumen. Aber ich muss jetzt als allererstes mal... Alter, geh weg. Und so Leute, da ist mir das Spiel jetzt auch gerade einfach so abgekackt. Ich muss jetzt gerade nochmal neu starten. Aber Gott sei Dank sind wir hier trotzdem noch an derselben Stelle. So, und jetzt müssen wir endlich mal dieses Monstrum da erledigen. Und wir haben's. Genau, perfekt. Das hat jetzt mal so richtig in die Luft gesprengt. Und jetzt können wir nämlich hier anfangen. Jetzt haben wir nämlich den Flammenwerfer und jetzt geht's ab, Leute. Ich glaube, so war die Mission auch gedacht, dass man nämlich dieses Viech ausschaltet. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht, den Heli kann ich ja wohl eher nicht erledigen. Da kann ich jetzt, glaube ich, auch Autos explodieren lassen damit. Ach du Scheiße. Mist, Mist, Mist. Illegaler Handel gescheitert. Jetzt hatten wir gerade den Flammenwerfer. Und jetzt ist die Mission gescheitert. Und jetzt müssen wir nochmal von ganz vorne anfangen. Das ist natürlich richtig blöd. Aber ich würde sagen, jetzt versuchen wir mal wirklich die Mission von Anfang an hier richtig zu rocken. Und diese Kerle erstmal gar nicht dazu zu kommen lassen. Ah, das ist jetzt hier auch eine andere Location. Wir sind jetzt hier am Hafen. Nicht mehr an dieser Tankstelle. Und da kommen auch schon wieder die ersten Gegner. Wir dürfen die jetzt auch gar nicht zum Zug kommen lassen. Entschuldigung, wenn ich jetzt dann etwas stiller bin, aber ich will jetzt halt einfach nicht nochmal die Mission von vorne starten müssen. Hey, hey, hey. So. Jetzt schießt ihr immer noch auf mich, ja? Ich frage mich manchmal, was es bringt, Geiseln zu nehmen überhaupt, wenn die Angreifer das gar nicht interessiert. Die interessiert es ja null. Erledigte Deals. Ich meine, muss ich jetzt einfach wieder ins Auto steigen oder wie sieht's aus? Vielleicht steige ich einfach mal ins Auto. Ach, Pierce kommt jetzt auch wieder. Okay. So,
Das ist natürlich einiges leichter, wenn man gleich wieder ins Auto steigen kann. Da hätten wir die Mission wahrscheinlich schon längst schaffen können. Wir hätten einfach nur den Deal machen müssen, dann ins Auto steigen und dann einfach wieder, was macht die Pierce da? Der fährt voll gegen die Wand. Und dann einfach wieder zum nächsten Deal fahren. Also da vorne müssen wir hin. Schnell, 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 komm, komm, komm. Pierce, komm. Ich brauche jetzt dich. Ich verteidige ihn so lange mal. Bam, das war... Was macht denn jetzt der? Hallo? Wieso hat der mich jetzt gerade angegriffen? Ich bin doch sein Helfer. So, und jetzt schnell wieder in den Wagen steigen. Auf nach Hause? Oder was? Wo ist denn Pierce? Pierce, komm doch. Mensch, Pierce, was machst denn du? Der steht da einfach nur rum. Jetzt kommt gleich eh wieder dieses fette Viech. Mit dem Flammenwerfer. Dieses Muskelmonster. Botox-Bestie. Und dann... So, jetzt Pierce, steig in den Wagen, komm. Ja, Mann, schön. Und jetzt fahr los, Mensch, ich habe nicht mehr viel Leben. Ich habe echt nicht mehr viel Leben. So, 500 Meter noch, da haben wir es ja auch schon geschafft. Aber da kommen jetzt auch schon einige Angreifer, sehe ich. Auch von hinten. Wieso treffe ich die denn nicht mit der Shotgun? Komisch. Naja, in 100 Metern sind wir jetzt eh am Ziel. Oder? Ich steige mal aus. Und... Wir sind doch am Ziel. Ah ja, jetzt. Gut, wir haben die Mission geschafft. Illegaler Handel geschafft. Eingabe fortfahren. 2000 Bargeld. 2700 Bargeld. Und Stufe 6 Respekt. Ja, das war jetzt... Die Mission war gar nicht so einfach. 5% des Bezirks haben wir eingenommen. Illegaler Handel. Du hast mehr von der illegaler Handel-Aktivität freigeschaltet. Sehe auf deiner Karte nach, wo du sie finden kannst. Gut, jetzt sind wir auf dem Parkplatz und die Leute verfolgen uns auch gar nicht mehr. Der nächste Teil dieser Aktivität ist nun verfügbar. Schau auf der Karte, um sie zu finden. Spielst du diesen Teil... Ja, der Text war mir jetzt zu schnell zum Vorlesen. Wir haben auch einen neuen Auftrag schon wieder. Mann, die prasseln da aber auch nur so rein. Stadtübernahme. Aber ich glaube, ich mache jetzt mal gar keinen Auftrag. Ich fahre einfach mal so rum oder so. Ich habe jetzt gerade einfach Bock, hier mal rumzufahren. Mit dem Motorrad. Sollen wir mit dem Motorrad fahren? Oder sollen wir uns eher so eine coole Karre schnappen? Was ist eigentlich das hier? Image as designed. For sale. Was kann man da machen? Das ist anscheinend zum Kaufen. Genau, für 5000 Dollar könnte man sich das jetzt kaufen. Und was kann man da drin machen? Das... Plastische Chirurgen. Bei Image as Design kannst du dein Aussehen sowie deine Spottgesten und Komplimente verändern. Ah, also das brauchen wir ja jetzt nicht. Wir sind ja noch gerade am Anfang. Also ich denke, wir müssen jetzt nicht unser Aussehen verändern. Wir haben es ja gerade vor ein paar Folgen erst so gewählt. Aber ich suche jetzt hier gerade mal nach so einem richtig coolen Schlitten. Oder vielleicht das Teil da, das sieht doch auch cool aus. Damn, so richtig schön rein. Kompensator. Das ist richtig fett. Ah, die Tür ist kaputt. Schade. Oder hier so ein Polizeiwagen, mal mit so einem Polizeiwagen rumzuheizen. Das wäre jetzt bestimmt auch cool. Ich will nämlich mal sehen, was die Dinger so können.
Aber jetzt fährt er schon weg. Mensch. Jetzt will man einmal in ein Polizeiauto einsteigen, dann fährt es weg. Das gibt's doch echt nicht. Von wegen Freund und Helfer. Hey, halt mal an. Los, halt an. So. Gut. Fahren wir hier mal. Wow, wow, wow. Hey. Oh, cooler Stunt. Cooler Stunt. Das hat uns sogar Respekt eingebracht. Also es bringt hier richtig Respekt, wenn man gefährlich fährt und vor allem auch, wenn man Unfälle baut. Aber ich will jetzt vor allem dieses Motorrad hier wieder haben. Und auch mal den Radiosender umschalten. Ich finde ja eigentlich den... Ich muss mal wieder die Musik lauter machen auf meinem Kopfhörer hier. Hier, K-Rhyme, das ist doch cool. Yeah. Machen wir mal ein Wheelie wieder. Oh Gott. Ja, Motorradfahren ist einfach nicht mein Ding. Was ist denn das hier für ein Teil? Was ist das? Das ist eine Kehrmaschine oder sowas? Ich steig da mal ein. Den Fettsack kann man mal rauswerfen. Ich meine, das Teil darf eh nur 2 Tonnen laden. Von daher, du darfst da nicht drin sitzen. Ah, das ist so eine Art Straßenkehrmaschine. Aber wir können ja jetzt bestimmt nicht hier Auftrag Straßenkehren machen. Das wäre aber eigentlich ganz cool, so als Minigame hier, reinige die Straßen von Stillwater. Fahr mal mit dem Teil hier ein bisschen rum, ist aber doch ziemlich lahm. Aber dafür bestimmt hat es auch ziemlich Kraft, also wir können ja alles aus dem Weg rammen und sogar über die anderen Fahrzeuge drüber fahren. Oh, da hat es anscheinend einen Unfall gegeben. Fahren wir da mal hin. Wir sind ja jetzt hier von der Stadt. Kann ich denn auch normal gehen? Wie kann ich denn normal gehen? Normal gehen, normal gehen. So kann ich ducken, so kann ich rennen. Komisch. Ja, Officers, was gibt's denn hier? Dieser Mann ist also... Was hat er überhaupt gemacht? Der steht hier. Ach so, der Mann hat vor einer roten Ampel angehalten. Das ist natürlich wirklich ganz böse. Oh man, zieh dir mal den Kopf rein, was der für ein Bart hat. Und auch der, die sehen ja gleich aus. Sind das etwa Zwillinge? Hey, bist du sein Zwilling? Hä? Was hast du gesagt? Hey, hör auf. Fass mich jetzt noch einmal an, ey. Eo, man zählt. Oh, da ruft uns jemand an. And the cops, they were just hating, man. No love, just busting heads. How about the Saints go down there and make them fucking pay for breaking that shit up? Ach, haben wir da jetzt gerade einen neuen Auftrag, oder wie? War das jetzt als neuer Auftrag zu verstehen, oder wie jetzt? Da vorne wird uns zumindest was angezeigt. Ah, da sind ziemlich viele Polizisten. Mit einer SWAT-Einheit sogar. Ah, das sieht eigentlich verlockend aus. Was sind das da für ein Rowdy? Den sollten sie da vorne mal anhalten. Mal schauen, was die da jetzt machen. Wahrscheinlich gar nichts. Der fährt da jetzt einfach vorbei, fährt noch einen Polizisten um und dann macht er gar nichts mehr. Ja, schau, fährt hier gerade eiskalt vorbei. Und jetzt? Hä? Jetzt steht da auf einmal der und eine Frau? Hat sich der Mann jetzt umoperieren lassen oder was? Hä? Wieso steht... Also der eine hat ziemlich zugenommen und der andere Polizist hat sich jetzt einfach mal umoperieren lassen und der Polizist, der steht hier immer noch seelenruhig. Nehmen wir den doch einfach mal hier. Jetzt werden wir auch gleich von der Polizei gesucht, weil wir den hier als Geisel genommen haben. Da kommen sie auch gleich an. Sofort, ey. Ich wollte doch nur mal den hier mit auf meine Party nehmen, ey. Ich wollte gar nichts Böses machen. Mensch. Jetzt komm. Regt euch nicht so auf.
Wisst ihr aber, nein, ihr greift mich natürlich jetzt auch noch an. Ja, okay, ich gebe euch wieder. Hier habt dann. Bitte. Jetzt lasst mich in Ruhe. Geh mal in diese Gasse hier. Also auf jeden Fall machen wir in der nächsten Folge. Ach, was haben wir denn hier? Haben wir hier ein Milieu? Hm? Unter der Brücke. Im Geheimen. Oder wie? Da haben die Entwickler aber auch was Schönes eingebaut hier. Naja. Wer es mag, kann hier bestimmt einiges erleben. Und jetzt kommen die hier noch. Also sagt man ja nicht. Sagt man nicht. Also Polizisten, ja. Gut. Ich würde aber sagen, das war's mit dieser Folge. Die letzte Folge war ja doch ziemlich lange. Heute gibt's mal wieder eine etwas kürzere Folge. Ich versuche auch immer die Folgen, ja, so ungefähr gleich lange zu machen. Und jetzt nicht jede Folge unterschiedlich. Aber das gelingt mir meistens doch nicht, weil dann gibt's mal einen langen Auftrag, dann gibt's mal einen kurzen Auftrag. Und deswegen endet die Folge heute hier. Und wir machen dann in der nächsten Folge einfach mal wieder den nächsten Auftrag. Oder, ja, machen halt dort vorne, geben der Polizei ein bisschen was auf die Mütze, weil das ist ja auch noch ein Auftrag von uns. Ja, ich verabschiede mich für dieses Mal und bleibe jetzt hier noch ein bisschen stehen. Ich denke mal, ich gehe in das Gebäude hier, das sieht doch ganz ansprechend aus. Also, bis dann, zum nächsten Mal. Ciao.